In diesem Video bekommst du einen Platin Guide zu Salt and Sacrifice. Das Spiel hat 54 Trophäen, ist von der Schwierigkeit ungefähr eine 7 von 10. Das Spiel ist unglaublich gut und ich empfehle das wirklich jedem, der Dark Souls, Demon Souls und die anderen Souls Games gerne spielt. Es macht extrem süchtig und die Trophäen sind richtig schön. Also die gesamte Platin ist wirklich sehr, sehr schön gestaltet. Als erstes haben wir 4 Trophäen für Level freischalten. Einmal die Ödnis, der Sumpf, der Berg und der Hain. Es gibt 5 Levels insgesamt mit 21 Magierbossen und 11 normalen Bossen. Das Spiel hat wirklich sehr, sehr viel zu bieten. Eine Übersicht zu den Trophäen hast du unten in der Videobeschreibung und angepinnt im Kommentarbereich. Dort sind diese ganzen Trophäen, zum Beispiel zu der Berg, Hain, der Sumpf und die Ödnis, alle drin und auch noch mit dem Link zum Video, also damit du weißt, wie du sie freischaltest. Dann haben wir 5 Trophäen für Upgrades, einmal gut versorgt. Hier musst du jeden möglichen Trank, jeden Aufguss und jede Salbe herstellen. Dann hast du die Trophäe Spitzenqualität. Verbessere alle Tränke, Salben und Aufgüsse bis zur maximalen Stufe. Da solltest du alles voll leicht hinkriegen. Also ich habe das alles automatisch selber auf dem Weg gefunden. Sollte überhaupt kein Problem sein. Ein Pilz hat mich gefehlt, den habe ich im New Game Plus geholt. New Game Plus musst du sowieso spielen, weil es hier 2 Enden gibt. Dann haben wir die Trophäe Keine Verschwendung. Die ist ganz einfach. Da musst du beim Schmied einfach einen Teil herstellen. Wirst du auch automatisch bekommen. Dann die Grundausstattung. Hier musst du einfach den ersten Trank herstellen. Also ganz easy, kriegst auch automatisch. Dann besser geht's nicht. Hier musst du die maximale Stufe einer Ausrüstung bekommen. Das funktioniert hier oben. Wenn du upgradest, dann musst du einfach auf die maximale Stufe und dazu brauchst du dann zum Beispiel Frostfurium Stufe 5, also die Endstufe, wie hier zum Beispiel zu sehen. Wenn ich jetzt drauf drücke, habe ich die maximale Stufe. Ist auch ganz easy zu machen, kriegst du auf jeden Fall in deinem ersten Run. Als nächstes hast du 2 verschiedene Endings, also 2 Trophäen. Einmal mühsamer Aufstieg und nimm deinen Platz ein. Die bekommst du am Ende, wenn du den Endboss besiegt hast, hast du 2 Möglichkeiten, einmal ihn zu verschlingen und einmal seinen Platz selber einzunehmen. Deswegen musst du das Spiel 2-mal durchspielen. Der 2. Durchgang geht aber deutlich einfacher und ja, macht auch wirklich Spaß, weil in manchen Spielen macht New Game Plus nicht so viel Spaß. Dann hast du 10 Trophäen für Charaktere, also das sind NPCs, die du finden musst. Einmal Blauherzläufer, Chaoshunger, Dämmerlichtorden, Eidgebundene, Speer, Sheriff-Inquisitoren, Schleierallianz, der Normal. Der König, der Gelehrte, der Soldat. Alle diese Videos, also zu den einzelnen Erfolgen und Trophäen, findest du auch unten in der Videobeschreibung angepinnt im Kommentarbereich. Also wir haben alle Videos dazu. Du kannst hier locker dann die Platin machen. Als nächstes haben wir 11 Trophäen für normale Bosse. Das sind normale Bosse, keine Magierbosse. Diese findest du automatisch im Spiel auf deinem Weg. Wir haben aber zu manchen, weil sie wichtig sind, Videos auch am Kanal. Wie gesagt, schau dich unten in der Videobeschreibung im Kommentarbereich um. Dort findest du alles. Wir haben einmal der Drache, der Champion, der Feuerfürst, die alte Hexe, der Weidmann, das Opfer, der Erhabene, die Matriarchin, der Himmelsfürst, das Baumherz, die beiden Mönche. Das sind diese 11 normalen Bosse. Wichtig sind der Himmelfürst, weil du nach ihm eine blaue Essenz findest und diese brauchst du dann als Schlüssel für Türen. Und der Feuerfürst, nach ihm findest du dann die Feueressenz, die brauchst du auch dann wieder für die Türen. Und zu guter Letzt haben wir 21 Trophäen für Magierbosse. Das macht wirklich Spaß, sie zu finden. Auch hier findest du die gesamte Liste unten angepinnt. Also wie du siehst, kannst du wirklich die ganze Platin ganz einfach auf unserem Kanal machen. Wir haben auch ganz viele Videos zu Elden Ring, falls du das auch magst. Schau dich um, da wirst du viel Spaß haben. Also 21 Magierbosse, der Aeromant, der Bibliomant, der Chronomant, die Korpomantin, der Kyromant, der Diablomant, der Dragomant, die Elektromantin, der Fungimant, der Hydromant, die Kinetomantin, der Luminant, der Mechanomant, der Nekromant, der Neuromant, der Phyromant, der Sagiomant, der Terramant, der Taumamant, der Umbramant und die Venomantin. Hier ist es wichtig zu wissen, dass es nicht die richtige Reihenfolge ist. Also zum Beispiel diesen Boss findest du hier in der ersten Welt. Die richtige Reihenfolge haben wir unten in der Videobeschreibung. Die Bosse sind alle nach Welt sortiert und du kannst sie bequem nach und nach alle besiegen. Also viel Spaß mit der Platin. Schreib uns in die Kommentare, ob du sie vielleicht schon erreicht hast oder es vorhast. Von uns auf jeden Fall eine absolute Kaufempfehlung. Ansonsten, wenn du mit dem Spiel anfängst, empfehle ich dir Anfängertipps anzugucken. Das ist dieses Video. Es befindet sich auch unten in der Videobeschreibung und ist angepinnt im Kommentarbereich. Das sind sehr, sehr viele Tipps, sehr wichtige, die ich am Anfang zum Beispiel selber gebraucht hätte, weil ja, am Anfang checkt man nämlich nicht alles und ja, dann ärgert man sich, wenn man nach 60 Stunden irgendwas Wichtiges rausfindet. Also zieh dir das Video auch rein und wenn du Anfänger bist, schau dir auch den Charaktertest an, weil dann kannst du dich besser entscheiden, welcher Charakter der
Beste ist, es gibt nämlich 8 Charaktere. Also informier dich ausgiebig und viel Spaß mit dem Spiel und der Platin.